Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. In diesem Part wollen wir in diesem Gebiet ein wenig weitermachen und zwar mit Maronus Training. Danach geht es dann weiter hier im Gebiet der Gronen beim Todesberg. Und ja, schließen auch das Gronentraining ab. Dann haben wir diese Gegend schon mal fertig, so gut es geht. Und dann machen wir zum Schluss nochmal mit der Story weiter. Ich denke, das ist ein Kompromiss. Weil irgendwo müssen wir natürlich diese Trainingseinheiten fertig kriegen, wie ich schon mal gesagt habe. Irgendwann häuft sich das. Und hinterher gibt es dann nur noch diese Trainingseinheiten. Und ich würde gerne alle Trainingseinheiten, beziehungsweise generell alle Missionen fertig kriegen, bevor es dann zum großen Finale geht. Maronus, nutze einen Spezialangriff, um fröhlich mit den Crocs zu tanzen. Einige Monster werden dabei untergehakt und tanzen ebenfalls mit. Ist das bescheuert. Okay, lass uns das mal ausprobieren. Ach nee, geht nicht. Ich meine, sind das keine Monster. Das sind ja, Hyrule-Leute. Hyrule-Hauptmänner, Hyrule-Soldaten. Hyrule-Soldaten wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Boah, man kann mit Maronus gar nicht sehen, wann er angreift. Dementsprechend kann man auch nicht wirklich den Attackenhagel wirklich gut provozieren. Alles klar. Okay. Wir müssen jetzt einfach hier nur weitere Soldaten besiegen. Ja, ich gehe mal davon aus. Und wir haben auch ein echt fettes Zeitlimit dafür. Also ich hatte gerade Schiss, dass ich mir schon wieder zu viel Zeit gelassen habe. Aber das scheint echt mehr als fair zu sein, das Zeitlimit. Oh. Holy shit, ey. Maronus geht richtig ab. Und der macht Damage, ne? Aber ich glaube, es ist mir letztens schon mal aufgefallen. Der macht nicht wirklich Damage mit seinen Spezialangriffen, beziehungsweise, Quatsch, mit seinen Schmetterangriffen. Sondern der macht auch so schon extrem Damage. Jawohl, okay. Wie sie da einfach in der Luft eingefroren sind. Oh mein Gott. Okay. Ja, nice. Wir haben den nächsten Hyrule-Hauptmann. Und die Mission fast schon abgeschlossen. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Wir setzen hier nochmal den Spezialangriff ein. Und das war sehr effektiv. Wir sind hier fast fertig. Da fliegen Truhen durch die Gegend. Ich will die haben. Was? Besiege Impa. Okay. Wenn du meinst. Oh. Stasis. Jawohl. Ich glaube, es ist. Was macht Maronus denn jetzt? Was hat er gemacht? Was war das? Ah.
Eis. Jawohl. Und da können wir den Schmetterangriff tatsächlich mal benutzen. Nice. Maronus Training beendet. Und wir kriegen tatsächlich wieder richtig fett Rubine. Die haben wir aber auch richtig nötig gehabt jetzt. Weil ich wollte vor dem Part noch was im Laden kaufen. Da ist mir aufgefallen, oh, wir haben ja nur noch 80. Aber alles gut, man bekommt hier genug Rubine. Sollten wir also echt gut hinbekommen. Ach ja, genau. Kombinieren wollten wir ja noch. Und jetzt nehme ich mir tatsächlich mal die Zeit dafür, um bei Maronus die Rasseln auszutauschen. EP beim Kombinieren. So, die machen wir zu unseren Hauptrasseln. Und gehen dann hier kombinieren. Und zwar die mit denen. Und dürfte das schon ganz geil sein. Ja, 5 Stufen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich glaube 6 Damage mehr. Ja, war auf jeden Fall ganz okay. Und auf geht's zum Training mit den Goronen. Ebenfalls mit Maronus. Nice. Drückst du ZR, um zu tanzen, eilen dir Crocs zu Hilfe. Die Crocs folgen Maronus für eine Weile und kämpfen an seiner Seite. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Und scheint auch ganz gut zu funktionieren, also man sollte das echt schon mal machen. Neues Ziel wird festgelegt. Das Training mit den Goronen hat gewonnen. Oh. Die Todesbergmusik. Die ist so nice. Ich kann die leider nicht so laut hören. Weil man das sonst im... What the fuck? Was war das? Nice. Maronus hat auch so ein Ding. Nach 2-mal oder nach 3-mal? Nach 2-mal. Das ist cool. Das ist witzig. Aua. Ah, Moment. Einfrieren. Und richtig draufhauen. Holy shit. Und da können wir tatsächlich mal den Schmetterangriff benutzen. Let's go. Jawoll. Hier einfach nur alles durch die Gegend fliegt. Ich finde aber auch... Also hier muss ich das nochmal ganz deutlich sagen. Bei solchen Szenen merkt man einfach, wie schlampig Nintendo hier gearbeitet hat. Oder wie leistungsschwach die Konsole ist. Kann man jetzt sehen, wie man will. Man kann es ja gut optimieren, aber hier spackt das einfach nur rum. Und das kann man eigentlich so nicht auf den Markt bringen. Meiner Meinung nach. Wenn irgendwas am Laggen ist, weiß man eigentlich, das geht so nicht.
Da muss man noch was dran machen. Entweder halt irgendwo Leistung einsparen, indem man halt vielleicht die Qualität ein bisschen runterschraubt. Oder indem man einfach unnötige Assets, die irgendwo rumschweben, einfach deletet. Konnte man ja früher auch extrem gut machen. Vor allem, oh, nice. Da wurde ja auch immer extrem sparsam gearbeitet. Also bei den ganz alten Spielen jetzt, wo dann Texturen für, nehmen wir einfach mal das altbekannte Beispiel Super Mario Bros. Da wurden Texturen für Wolken, auch für Büsche benutzt. Und andersrum, sah genau gleich aus, nur halt mit einer anderen Farbe. Und genau sowas hätte man sich hier halt auch überlegen müssen. Wahrscheinlich geht das nicht. Ich meine, die Texturen heutzutage sind viel aufwendiger als damals. Aber etwas vom ähnlichen Kaliber, von einer ähnlichen IQ-Stufe hätte man ja auch was benutzen sollen. Ah, komm, Maronus, hör auf zu tanzen. Ja, okay, dann tanz halt weiter. Aber mach einfach bitte einen Spezialangriff. So. Hat er gerade auf das geantwortet, was ich gesagt habe? Alles klar. Daruk wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Wo? Hier drüben? Ja. Nope. Und einfrieren. Oh. Okay. Schade. Ich dachte, das würde gehen, wenn man den Attackenhagel benutzt hat. Und wir haben schon wieder den Attackenhagel. Komm, stirb weg. Hallo. Gut. Let's go. Rasseln, Löschechse, Löschflügler, alles klar. Tolle Sache, da muss ich mich wohl noch mehr anstrengen. Ja. In der Tat, Daruk. Das sollte man zumindest immer probieren. 650 Rubine, das kann sich auf jeden Fall wieder sehen lassen. Und wir haben wieder Rasseln bekommen. 5 Stück anscheinend. Beutequote für Heil-Items. Effekt von Heil-Items. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Plus 12%. Das hört sich echt gut an. Vor allem bei Maronus fliegen ja immer mal wieder Gegner durch die Luft. Wenn die dann noch mehr Damage bekommen, dann sind die ja quasi One-Hit. Schlachtfeldabhängige Materialien, plus 9%. Ja, was genau heißt das? Jetzt diese Zauberstäbe und die Heil-Items wahrscheinlich. Ah, wobei, Heil-Items vielleicht doch nicht. Vielleicht einfach nur die Magiestäbe. Die Elemente, die man dann einsammeln kann, kriegt man wahrscheinlich einfach nur mehr. Aber was soll's. Ich werde das auch nicht benutzen. Diesen Effekt, weil juckt mich nicht. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Das hört sich aber gut an. Das nehme ich. Und ja, das nehme ich. Nice. Rasseln, die Maronus an besonderen Tagen schwingt. Ihr fröhlicher Klang bringt jeden Zuhörer in Tanzlaune. So, jetzt hast du erstmal eine ordentliche Waffe. Kommt der Typ nicht, sich nicht ein bisschen dumm vor, wenn er
Waffen, Quatsch, nicht Waffen, wenn er Rasseln zusammenschmiedet. Naja, aber ich hinterfrag das nicht. Er wird es wahrscheinlich auch nicht hinterfragen, warum er Rasseln kombinieren soll. Wir gehen erstmal wieder kämpfen. Und zwar mit dem Bugfisch. Oder ist das Bugfisch? Dampffisch, okay. Na, alles klar. Nach dem Erscheinen des Ritters, der die Dunkelheit versiegeln sollte, erwachte wieder Hoffnung im Volk. Nur Zelda allein wurde von Unrast und Beklommenheit geplagt. Wie lange sie auch trainierte und forschte, ihre Sorgen ließen ihr keine Ruhe. Auf der Suche nach Ablenkung begab sich die Prinzessin mit den Piloten der Titanen auf eine Expedition zur Erforschung einiger ungewöhnlicher Relikte. Zwar blieb ihre Mission ohne Erfolg, doch auf dem Rückweg zu Schloss Hyrule dann. Was dann? Moment mal, da stand Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ist das, weil der Ort nicht wirklich bekannt ist? Oder weil wir jetzt auf, vielleicht mal sogar auf Ganon treffen werden? Immerhin wüsste ich sonst nicht, warum man da die Fragezeichen einblenden soll. Und so langsam wird es ja auch mal Zeit, dass hier ein bisschen was passiert. Was soll ich nur tun? Wenn es mir weiterhin nicht gelingt, meine Kräfte zu wecken. Oh, nice. Dieses Lied. Süße Träume. Du bist Feinde im Anmarsch. Holy shit. Was geht da ab? Sie hat gerade den übelsten Flashback, der das Ganze alles verändern könnte. Und auf einmal, Feinde im Anmarsch! Holy shit. Auf einmal geht's richtig los. Ja, komm, stirb weg. Jawohl, der Attackenhagel und der Schmetterangriff. Zack. Hau ab. Wohin müssen wir? Oh, was? Ach ja, stimmt! Das Master Sword haben wir ja jetzt. Damit haben wir ja so einen Klingenschwung, so einen Wind, so eine Windklinge. Wenn wir Full HP sind. Oder? Ist doch nur bei Full HP. Ich glaube, das dürfte nur bei Full HP sein. Aber ist jetzt auch keine große Kunst, Full HP zu bleiben. Das Ding ist so OP. Und wir frieren ihn ein. Damit dürfte er direkt down sein. Ja. Noch ein paar Viecher weggemacht, bevor wir ihn dann komplett den Garaus machen. Und weiter geht's. Oh, Moment mal. Hier sind echt viele Bockblins, ne? Vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen die Zeit dazu lassen, die Viecher kaputt zu schlagen. Hier gibt dich. Ah, na. Ich hab, ich sehe hier gerade, es gibt ein Zeitlimit.
Aber hier sind so viele. Hier sind so extrem viele. Oh, und es gibt sogar mehrere Wege, für die man sich entscheiden kann. Alles klar. Ja, aber wir machen die echt gut weg. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, hier die Viecher kaputt zu hauen, dann sollte man die auf jeden Fall auch ergreifen. Und ich sehe gerade, den Weg, den ich gerade nehmen wollte, den hätte ich gar nicht nehmen können. Oh, 300 Rubine. Gibt es sowas öfter mal? Das ist jetzt die erste Truhe, die ich bisher gefunden habe, glaube ich. Also die einfach so herumstand. Die haben wir eigentlich dafür bekommen, dass wir Feinde kaputt gemacht haben. Nerv nicht. Ah, ich hätte es vielleicht erst später aktivieren sollen. Ah, wir haben ihn aber. Alles klar. Weg mit dem Vieh. Und können wir nicht auch... Jawohl. Ach, Moment mal. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich, warum mir angezeigt wurde, dass wir zu dem Schuppen da gehen sollen, um unsere Waffe zu verbessern. Und hier ist wieder ein Fight, ne? Ja. Wir haben ja jetzt das Master Sword. Klar, logisch. Wie heftig das wohl wäre, wenn ich die Waffe verbessert hätte. Holy shit. Das geht ja jetzt schon extrem ab. Da. Aua. So, ja. Und da ist die Bestätigung. Wir haben die Windklinge nur, wenn wir Full HP sind. Und jetzt können wir ihn alle machen. Let's go. Das war der falsche Button. Aber was auch immer. Tolle Arbeit wie immer, Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ja, hier sind nämlich auch wieder die Truhen. Genau das meine ich nämlich. Man kriegt die Truhen eigentlich nur... Oder ich habe sie bisher nur für Gegner bekommen, die ich kaputt gemacht habe. Und die standen nicht einfach so in der Gegend rum. Also frag ich mich, wie viele ich wohl verpasst habe. Aua. Ach Moment mal, er hat jetzt sogar ein Heiliger Shield. Oder hat er es davor auch schon? Ich weiß es nicht. Aber es wird zumindest Sinn machen. Weil in den klassischen Zelda-Titeln hatte man ja auch immer einen normalen Schild. Ein Holzschild, einen was auch immer Schild. Bis man dann das Heiliger Shield bekommen hat. Stopp. Aua. Komm, gib ihm. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Komm, wir zünden mal die Spezialattacke. Hier stehen so viele Viecher rum. Ah, ja, okay, er ist schon down. Aber bei ihm können wir es auch sehr gut benutzen. Ja, okay, er ist auch down. Alles klar. Bei ihm brauchen wir noch nicht mal den Schmetterangriff. Ich dachte, bei ihm würden wir noch den Schmetterangriff benötigen, aber das Schwert ist so krank. Weiter voraus scheinen auch unsere Verbündeten zu kämpfen. Boah, ist das eine riesige Schlacht. Dass man das nicht schon von Weitem gehört hat und dass die so... Dass sie so easy daher laufen konnten, ohne irgendwas davon mitzubekommen.
Hä, ist er noch ein großer oder was? Ja, logisch. Okay, komm. Machen wir kurz einen Prozess. Kein Bock hier. So. Und da geht's lang. Was ist das? Ein Eismoblin. Zack. Stasis. Let's go. Na, lass mich jetzt den Angriff machen. Meine Fresse. Wie die rumnerven, die ganzen Viecher. Das ist ein Eis... Ja, war klar. Quatsch, Elektro-Pyromagus. Zack. Bei ihm können wir doch auch den Attacknagel machen, oder nicht? Jawoll. Zack. Da haben wir's. Da hätte ich noch nicht mal den Magiestab benutzen müssen. Das funktioniert auch einfach mit dem Attackenhagel. Wenn man ihn denn hinbekommt. Hyrule Hauptmann. Gegen einen schwarzen Moblin. Oh mein Gott. Okay. Die Schwarzen sind besonders stark. Also sollten wir bei dem auch mit ein bisschen mehr Vorsicht rangehen. Aber wir kloppen ihn jetzt einfach aufs Maul. Er ist noch nicht... Ja, okay. Ja. War irgendwie auch klar. Aber hier nochmal mit Stasis dürfen wir ihn jetzt down bekommen. Nice. Ist er noch irgendein anderer? Nö. Hä? War er nicht bis eben noch ein Elektro-Pyromagus? So soll es sein. Zumindest irgendein Pyromagus? Naja, den haben wir wohl mit dem starken Angriff kaputt gekloppt. Ist mir aber auch recht. Okay, 16 Minuten noch. Hier geht's nicht... Ah, doch. Okay, hier geht's weiter. Und einfach, weil hier gerade Eislederbeißer sind. Klopp ich die nochmal kaputt. Ich meine, kann ich mir echt gut vorstellen, dass man irgendwann dann nochmal die Eislederbeißerflügel benötigt. Und den machen wir auch schnell down. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen schneller zu sein. Ja, nee. Phantome? Nein. Das kann nicht sein. Ja, Zelda, haben wir doch schon mal gesehen. Ist gar nicht, was du jetzt so verwundert darüber bist. Okay, was ist hier? Ja, ich habe zwar mit Rubinen gerechnet, aber ich habe eher eine Kiste erhofft. Ist da einer? Ja, da ist eine Kiste. Wunderbar, was ist hier drin? Ein Reisezweihänder. Scheint eine echt gute Waffe zu sein, wenn die so goldmarkiert ist. Machen wir mal hier weiter. Ja. Oh, Moment. Oh, gerade... So, gerade so. Und ich glaube, das ist auch effektiver, wenn man diesen Eisblock in ihn reincastet und ihn nicht da reinrennen lässt. Muss ich das... Ist da ein Phantom, ja. Und das muss ich kaputt hauen. Ja, okay, eine Spezialattacke hat es aber gebracht. Oder? Doch, noch nicht. Hier ist ein weiteres Phantom.
Okay. Wir können uns mit dem Schmetterangriff aus dem Eis befreien. Und müssen anscheinend doch noch den Eispyromagus hier kaputt hauen. Ah. Ja, das hat's auf jeden Fall gebracht. Das nächste Mal muss ich ein bisschen Abstand nehmen. Ah, eingefroren. Schmetterangriff. Und ich habe gerade gesehen, aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, da ist noch ein Phantom. Ja. Aber das haben wir auch down. Alles klar. Können wir jetzt weiter? Immer noch nicht. Was ist denn hier los? Noch ein Phantom. Hau ab. Du bist keine Herausforderung. Erobert. Alles klar. Dann lass uns mal los. Aber ganz schnell. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wir gehen weiter. Ob euch das gefällt oder nicht. Ja, okay. Eisblock. Nice. Blitzmoblin. Und wenn die hier beide so nebeneinander stehen, können wir hier direkt draufkloppen. Einmal das. Und einmal das. Und dann nochmal Stasis. Dann müssen wir es haben. Jawohl. Er hat so einen gefährlichen Gegner besiegt. Nichts kann ihn aufhalten. Danke, Impa. Let's... Oh, wo geht's her? Da, da geht's her. Aber ich sehe gerade, Leute, der Part hat schon wieder so seine ganz gute Länge von 30 Minuten erreicht. Also würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen und wir schauen uns dann nächstes Mal an, was uns da hinten erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.